Merlin zaubert auch Image- und Industriefilme. SLS gives you access to an exclusive non-displayed liquidity pool. Heute unterstützt Alcan die vom Markt geforderten Automatisierungsprozesse im Maschinenbau. Spezielle Verbundstromschienen aus Aluminium und Stahl für die Stromabnahme bei Schnell- und U-Bahnen sind ein weiterer Erfolg der innovativen Alcan-Profiltechnologie. Ob Treppenstufen, Geländer, Dammbalken als Überschwemmungsschutz oder Schilderbrücken für den Straßenbau. Das kreative Gestalten mit Aluminium eröffnet viele wirtschaftliche Problemlösungen. Ebenfalls werden die Verbundmaterialtechnologien, die von Alcan Singen entwickelt wurden, in der Fassadenverkleidung von Hochhäusern und auch mit dünneren Komponenten auf dem Displaymarkt angewendet. Eine letzte größere Arbeit ist das Teeren des Vorplatzes. Das geschieht noch vor dem Einbruch der kalten Jahreszeit. Damit werden die Bauarbeiten definitiv abgeschlossen. Thanks to our new interfaces OTI and IMI, message sizes are reduced and mapping fields from message to program code is no longer necessary. Diese Böden werden nach den Spezifikationen der Kundin gegossen. Aussparungen für den Lift, für das Treppenhaus und für die unterschiedliche Belagsdicken werden berücksichtigt. Gleichzeitig stellt Demeo in Oberried die Wandelemente her. Mit modernsten CNC-Holzbearbeitungsmaschinen werden die großen Bauteile exakt vorgefertigt. Rausch ist für mich ein fairer Arbeitgeber. Es ist ein guter Arbeitgeber, wo man auch schöne Produkte macht. Drei Unterwasserpumpen mit Edelstahl-Steigleitungen fördern das Grundwasser an die Oberfläche. Die benötigte Wassermenge kann so individuell gesteuert werden. Nutzen Sie heute die einmalige Gelegenheit und besichtigen Sie das hochmoderne Grundwasserpumpwerk Schachen. Dank Energieeinsparung durch Gewichtsreduzierung kombiniert mit hervorragenden Recycling-Eigenschaften von Aluminium leistet Alcan einen bedeutenden Beitrag für eine bessere ökologisch-ökonomische Zukunft. Im Wohn- und Therapieheim der Stiftung Sonnenhalde im thurgauischen Münchwilen leben 30 Menschen mit schweren, mehrfachen Behinderungen. Außer dem Leben in der Wohngruppe haben sie die Möglichkeit, an den verschiedenen Werkplätzen einer Beschäftigung nachzugehen und die notwendigen Therapien zu erhalten. In Fischingen werden die Details besprochen und es wird geplant und gezeichnet. Die Eugster Holzbau beschäftigt rund 24 Fachhandwerker. Zum Netzwerk der Partnerfirmen gehört auch die benachbarte Transportfirma. So können die großen Teile schnell und kostengünstig an den Bauplatz transportiert werden. Dann geht alles schnell. Hand in Hand stellt das perfekt aufeinander eingespielte Team von Fachhandwerkern das Haus in nur wenigen Tagen auf. Schon bald ziehen hier die neuen Mieter in ein perfekt ökologisches Heim. Man sieht, dass der Hinterthurgau die Region ist, wo sämtliche Anflüge auf den Flughafen Zürich eingeleitet werden. Eine höchst gefährliche Situation. Diese Konzentration über dem Hinterthurgau schafft eine fluglärmfreie Zone über dem Zürichsee. Was macht dieses Paar an den Ufern des Zürichsee an der Goldküste? Klar, es genießt die Ruhe. Wir haben Lösungen. Erstens, Starts über den Süden, Straight Out 16 statt Abflug über dem Hinterthurgau. Zweitens, Einführung des geräuscharmen Gleitanflugs, Continuous Descent Approach. Menschen mit Autismus nehmen aufgrund komplexer Störungen des zentralen Nervensystems sich und die Welt anders wahr. Sie haben vor allem Schwierigkeiten, Bedeutungen und Regeln innerhalb von Kommunikation und sozialem Verhalten zu erkennen.
So bleibt die Welt für sie oft unverständlich, überwältigend und angstauslösend. Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen brauchen ein besonderes Umfeld, um lernen und das Leben gestalten zu können.